Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir befinden uns in einer außergewöhnlichen Situation, einer Lage, wie wir sie alle wohl bislang noch nicht erlebt haben. Die Geschäfte in Höfdorf sind weitestgehend zu. Einkaufen können Sie glücklicherweise noch. Nichtsdestotrotz scheint das Leben inzwischen zu erliegen, zumindest das öffentliche Leben. Wir werden derzeit überrollt von Nachrichten aus der Welt, aus Europa, insbesondere natürlich Italien, Frankreich, Spanien. Das sind Bilder, die sind dramatisch, das sind Bilder, die uns ergreifen. Und wir hören, dass das Ganze auch immer mehr in Deutschland größere Ausmaße einnimmt. Der Krisenstab der Gemeinde Höfdorf trifft sich täglich. Er versucht, die besten Entscheidungen zu treffen, um die Bürgerinnen und Bürger möglichst zu schützen, sie davor zu bewahren, dass sie sich anstecken mit dem Coronavirus, sie davor zu bewahren, dass sie vielleicht sogar körperlich in ihrer Gesundheit oder vielleicht sogar in ihrem Leben beeinträchtigt werden. Wir beraten uns hier sehr intensiv, auch mit der heimischen Ärzteschaft. Und wir spüren, dass Sie auch einen unmittelbaren Draht gerne hätten zu uns, dass wir Sie regelmäßig informieren mit dem, was bei uns passiert. Das tun wir über verschiedenste Kanäle. Und heute haben wir Herrn Dr. Georg Schneider eingeladen. Er ist niedergelassener Arzt in Höfdorf. Er berät den Krisenstab. Und er möchte auch Ihnen heute gerne das ein oder andere mit auf den Weg geben. Lieber Dr. Schneider, herzlich willkommen hier heute im Rathaus. Schön, dass Sie heute gekommen sind, um uns tatsächlich mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Herr Dr. Schneider, gestern hat der Leiter des Robert-Koch-Institutes uns auf den Weg gegeben, dass wir erst am Anfang einer Pandemie in Deutschland stehen. Da scheint uns doch noch einiges bevorzustehen. Wie würden Sie die derzeitige Lage weltweit, aber insbesondere hier in Höfdorf einschätzen? Vielen Dank für die Einladung. Stand heute Morgen um 10 Uhr sind 16.600 Erkrankungsfälle in Deutschland. Das sind 2.700 Erkrankte mehr als am Vortag. In Höfdorf ist die Zahl stabil geblieben. Wir haben derzeit 8 Erkrankte, davon die meisten Reiserückkehrer aus vom Robert-Koch-Institut definierten Risikogebieten. Vielen Dank, Herr Dr. Schneider. Was bedeutet dies konkret für Höfdorf? Die Gemeinde Höfdorf hat sich sehr früh und umfassend mit der Schließung der Kindergärten und Grundschulen beispielhaft verhalten. Das war richtig. Mittlerweile sind weitere Verfügungen für den Einzelhandel, die Gastronomie und das öffentliche Leben umgesetzt worden. Das begrüßen wir als Ärzteschaft ausdrücklich. Unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel hat es in ihrer Fernsehansprache gesagt, unser Landrat hat es in seiner Videoansprache gestern gesagt, bleiben Sie zu Hause, verzichten Sie vorher auf alle unnötigen sozialen Kontakte, bleiben Sie im Familienkreis. Dies ist umso wichtiger, da die Zahlen vom Robert-Koch-Institut von gestern zeigen, dass die Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen, gefolgt von der Gruppe der 15- bis 34-Jährigen, immer weiter zu den Hauptbetroffenen gehört. Die Bilder aus Italien und Frankreich sind dramatisch. Es gilt, alles dafür zu tun, die Zahl der Neuerkrankungen zu verlangsamen. Auf kontrollierte Ausgangsbeschränkungen wird man daher nicht verzichten können. Auch das ist natürlich etwas, was uns immer mehr mit Sorge erfüllt, dass tatsächlich auch die junge Generation betroffen sein kann. Auch darauf haben Sie uns bereits vor einer Woche hier im Krisenstab hingewiesen. Sie haben gesagt, wir müssen uns nicht nur auf ein, zwei Wochen, sondern auf mehrere Monate der Einschränkungen einstellen. Was glauben Sie, was kommt noch auf uns zu in den nächsten Wochen, Monaten? Und was kann jeder für sich noch besonders tun, damit er möglichst und die Gesellschaft nicht schadet? Ziel wird weiterhin bleiben, den sozialen Kontakt einzuschränken. Die Ausweitung von Schließungen der Kindertagesstätten oder der Grundschulen frühzeitig zu erkennen und umzusetzen und den Kontakt untereinander drastisch einzuschränken. Die Anzahl der Erkrankungen pro Zeiteinheit muss so dramatisch reduziert werden, dass unser Gesundheitssystem aufrüsten kann und nicht ans Limit gefahren wird, wie wir es in den Nachbarländern sehen. Ja, sehr guter Hinweis. Nun ist es ja auch so, dass tatsächlich wir keine Panik verbreiten wollen, wir auch keine übermäßige Angst verbreiten wollen. Allerdings wollen wir unseren Bürgern und Bürgerinnen natürlich auch etwas mitgeben. Welche Informationswege sollten die Bürger suchen, um sich bestmöglichst zu informieren?
Ich empfehle zur eigenen Information die Internetseite des Kreises Paderborn und hierüber sollte man den weiteren Verlinkungen zum Beispiel zum Robert-Koch-Institut folgen. Für Hövelhofer Bürger empfiehlt sich zudem die Internetseite der Gemeinde Hövelhof, auch mit den dort zahlreichen Links zu weiterführenden Seiten. Ja, wir hören, dass tatsächlich derzeit viele Menschen mit der Situation nicht so recht umgehen können, dass man in Sorge lebt, weil man noch nicht getestet ist, obwohl man vielleicht an sich Symptome spürt. Gerade die Frage der Testung ist eine, die viele bewegt, die auch an mich herangetragen werden. Sie haben sich Gott sei Dank bereit erklärt, mit Ihrem Praxisteam Testungen zu übernehmen für dringliche Hövelhofer Fälle über das Maß des Gesundheitsamtes hinaus. Würden Sie doch mal unseren Bürgerinnen und Bürgern sagen, in welchen Fällen Sie tatsächlich bereitstehen, wann man sich testen lassen sollte und wann man vielleicht auch einfach nur die 2 Wochen in Quarantäne abwarten könnte? Es gibt aufgrund der aktuellen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts 3 Gründe für eine Testung. Der erste Grund ist der Kontakt zu einem bestätigten Covid-19-Fall bis maximal 14 Tage vor eigenem Erkrankungsbeginn. Eigener Erkrankungsbeginn heißt das Auftreten von unspezifischen Allgemeinsymptomen, grippeähnlichen Symptomen, Fieber, Widerschmerzen oder akuten Beschwerden der oberen oder unteren Atemwege. Der zweite Punkt, der eine Testung dringend erforderlich macht, ist der Aufenthalt in einem vom Robert-Koch-Institut definierten Risikogebiet bis maximal 14 Tage auch vor dem Auftreten eigener Krankheitssymptome, also der eben genannten Beschwerden. Der dritte Punkt wird sich ausschließlich auf die Praxen beziehen. Es geht um Patienten, die klinische und durch Röntgenuntersuchungen bestätigte dringende Verdachtsfälle für eine durch Viren bedingte Lungenentzündung haben. Diese Patienten sollten bei Ausschluss aller anderen Alternativdiagnosen zudem getestet werden. Wir übernehmen diese Aufgabe in Hövelhof für Bürger in Not nach telefonischem Kontakt der Betroffenen über die Hotline der Gemeinde Hövelhof, insbesondere für Patienten der derzeit geschlossenen Praxis am Mergelweg mit dringender Indikation, für schwerbehinderte und nicht mobile Patienten. Alle nicht zeitkritischen Fälle müssen die sozialen Kontakte massiv weiter einschränken und die Testung über das Gesundheitsamt Paderborn durchführen lassen. Hier wird mit Hochdruck gearbeitet und es wurden gute Strukturen zur Versorgung der Bevölkerung des Kreises Paderborn geschaffen. Hintergrund dieser zentralen Testung ist im Übrigen auch der Mangel an Schutzbekleidung, der auch uns in den Praxen ereilen wird, für medizinisches Personal, dessen Verbrauch durch die zentralen Testungen erheblich eingeschränkt werden kann. Der Hövelhofer Krisenstab, er tagt täglich, er versucht das Bestmögliche an Entscheidungen zu treffen für den Schutz der Hövelhofer Bevölkerung. Und wir sind natürlich sehr, sehr dankbar, dass bei uns die niedergelassenen Ärzte wie Sie und Ihr Team, die Apotheken, aber auch die Hilfsorganisationen, Malteser Hilfsdienst, Deutsche Rote Kreuz, die Freiwillige Feuerwehr an unserer Seite stehen, um uns zu beraten. Was würden Sie uns als Krisenstab noch empfehlen für die nächsten Tage, für die nächsten Wochen? Was können wir noch tun, um bessere Arbeit zu leisten? Der wichtigste Punkt für die Bürgerinnen und Bürger ist, kontaktieren Sie Ihre Arztpraxen telefonisch, schildern Sie Ihre Beschwerden, lassen Sie sich gegebenenfalls zurückrufen und suchen Sie die Praxen nicht ohne Not auf. Ansonsten können wir alle nur abwarten, die tägliche Lage beobachten und täglich neu bewerten. Ergriffene Maßnahmen, zum Beispiel die Schließung von Kindergärten und Tagesstätten, frühzeitig bei Notwendigkeit verlängern, um auch Planungssicherheit für Eltern und Betriebe zu geben. Ziel muss weiterhin eine optimale Information der Bevölkerung sein, damit diese das Vertrauen in die staatlichen Stellen behält. Vielen Dank, Herr Dr. Schneider. Sie haben uns wieder mal sehr geholfen, heute auch insbesondere den Bürgerinnen und Bürgern noch mal aus Ihrer ärztlichen Sicht das Notwendigste mit an die Hand zu geben. Ich denke, wir werden in den nächsten Wochen noch häufiger miteinander in Kontakt treten, auch gegenüber der Bürgerschaft, denn die ist sehr, sehr daran interessiert, auch aus medizinischer Sicht das Notwendigste zu hören, um für sich Schutz zu schaffen, aber auch für ihre Angehörigen. Und deswegen, liebe Damen, liebe Herren, das kommende Wochenende steht vor uns. Meiden Sie möglichst größere Menschenansammlungen, meiden Sie Kontakte in großen Formen, bleiben Sie, wenn es eben geht, zu Hause, damit Sie Ihre Nächsten nicht anstecken und damit wir uns alle in nächster Zeit wieder bei gesundem Menschenverstand, bei gesundem Körper wieder treffen und gemeinsam auch das Leben in Hövelhof zu genießen. Aber bis dahin werden wir diesen Weg weitersuchen, um mit Ihnen in Kontakt zu treten. Vielen, vielen Dank und ein schönes Wochenende.